Rita Porter, Reach Your Life TV, liebe Gemeinde, wir sind Zoftrigen vor dem Oberfeldschulhaus, das ist das da hinten. Das hat nächstes Jahr Geburtstag, es wird Hunderte, würde man gar nicht denken. Und zu dem Anlass gibt es etwas ganz Schönes und das wollen wir euch nicht vorenthalten als schönen Jahresabschluss. Und zwar wird das Schulhaus wunderbar beleuchtet und zwar von keinem geringeren als vom internationalen Lichtkünstlerstar Gary Hofstetter. Das sollte jetzt dann irgendwann ankommen. Es geht überhaupt nicht mehr lange davon zu an. Er ist noch nie einer. Man sieht, ob man einen kann nicht. Aber die Leute, die hier wissen, wie es geht, die haben gesagt, das ist kein Problem. Gary kommt ganz am Schluss, der ist cool drauf. Die Lampen funktionieren sowieso. Kein Problem. Gehen wir mal schauen. Bei mir hier am Nordpol ist Rudi Matter. Er war der Leiter von dieser Arbeitsgruppe, die eigentlich damit beauftragt wurde, irgendetwas auf die Beine zu stellen für die 100 Jahre Jubiläumfeier, 100 Jahre Schulhaus Oberfeld. Jetzt Rudi Matter, wir haben es vorher schon ein bisschen davon gehabt. Ist irgendwie noch in der Schule, dass Gary Hofstetter da ausgerechnet auf Aufträge kommt? Wie ist es zu dem gekommen? Ja, da sind wir wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Ein Mitglied von der Arbeitsgruppe hat, nachdem wir die Idee gehabt, das müssen wir irgendwie beleuchten, das Schulhaus. Er hat die Idee gehabt, den Gary Hofstetter anzuläuten. Ich hatte nicht den Mut gehabt. Ich bin auch keine Frau, ich hatte auch nicht den Charme gehabt. Und sie hat ihn dann angeläutet und der Gary hat gesagt, komm mal schauen. Ist er mal schauen und hat gesagt, das machen wir, das gefällt mir. Ich will etwas zeigen in dem Mittelland. Chaos in dem Mittelland, No-Name-Gebiet, Einkaufszentrum, verpflasterte Mittelland. Wollte ich etwas Schönes vorholen. Und ich wollte vor allem auch noch zeigen, Leute leben. Und er hat gesagt, er kommt ja von Zürich, Zumiken, er hat gesagt, er hat noch nie von Aufträgen gehört. Offenbar funktioniert auch Multikulti. Und da haben wir auch mit Stolz können sagen, ja, dem Schulhaus funktioniert Multikulti. Jetzt hast du es ja vorher schon angetönt, eigentlich vermögt ihr ja eigentlich wahrscheinlich nicht, was der Gary Hofstetter normalerweise kostet. Ist er so begeistert gewesen, dass er gesagt hat, gut, das Geld steht nicht im Vordergrund, ich will das machen? Ungefähr so. Aber natürlich nach noch hartem Kampf und wir haben bereits einige Sponsoren. Ja. Es wird mit Sponsoring dann finanziert, also das grosse Musical, das wir mit 120 Schülern machen im Sommer. Das ist ja da nur ein kleiner Vorgeschmack, den wir bieten. Also das, wie viel Null hinter dem Eis hat es denn etwa bei einem so einem Gary Hofstetter-Auftrag normalerweise? Also normalerweise sind das sechsstellige Summen, die Künstler von dem Rang haben. Das ist ganz normal. Und das ist natürlich längst keine sechsstellige Summe mehr. Gut, du hast jetzt gerade gesagt, das ist eigentlich mehr nur so ein Appetitanreger für im nächsten Sommer. Wann wird denn die wirklich vier stattfinden? Die ist anlässlich während dem Kinderfest, das am 28. und 29. Juni von diesem Jahr stattfindet, ist da eben das Fassadenmusical zur 100 Jahre Oberfeld, aber auch eine ganz schöne Ausstellung im Schulhaus innen. Gut, du, dann würde ich sagen, sind wir gespannt und hoffen, dass die Lampen auch ein bisschen warm gehen. Ja, das hoffe ich auch. Und dass der Glühwein lenkt, oder? Stimmt, das war das Stichwort gewesen. Was mich noch verreckt, ist, es ist 17:55, am 4. Lab sollte die ganze Show losgehen. Das kleine Büsli hier, das ist offenbar alles, was der Mensch, Herr Hofstetter, braucht, drin. Also, es ist ja fast nichts. Gesehen steht oben eigentlich mehr oder weniger auch noch nicht. Jetzt weiss ich wirklich nicht recht. Bedeutet das, dass es nicht am 17:55 anfängt? Oder bedeutet das, dass der Mr. Hofstetter ein total Professional ist? Kommt vielleicht schon her und sagt, zack, fertig. Jetzt gehen wir mal zu diesen Menschen da schauen, die, ich sage immer Menschen, warum eigentlich? Zu diesen Männern, die da den Beamer aufbauen. Das ist gar nicht so verrückt gross, wie ich gemeint habe. Das ist wirklich noch erstaunlich. Du dürftest nur ganz geschwind etwas fragen. Ich wollte nicht in der Arbeit abhalten. Aber ich habe vorher gehört, Munkel, dass irgendwie der zweitstärkste Beamer, was es im Moment auf dem Markt gibt. Ist das wahr? Ja,
Den grösseren haben wir noch im Lager stehen. Der ist dann von der Leistung her dann doppelt so stark. Was hat der für eine Leistung? 6 kW, also 6000 Watt. Leuchtet. Wir haben es vorhin gerade davon gehabt, es sieht eigentlich noch gar nicht so viel aus. Ist das normal, dass eigentlich der Aufwand gar nicht so brutal ist, wie man es eigentlich erwartet für das Resultat am Schluss? Es ist auch mehr die Vorbereitung, die Zeit kostet, oder? Weil es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal jetzt auf dem Platz sind und wir haben ja nicht gewusst, was für ein Objektiv, was für ein Gerät. Das sind alles Sachen, die wir im Vorfeld noch testen müssen. Und das sind eigentlich die Vorbereitungszeit, die Bilder anzupassen, die Fassade, den Raster zu nehmen. Und alles so anzupassen, das ist wesentlich aufwendiger, als wenn ich dann ausrücke, um effektiv an diesem Abend die Show zu machen. Das ist schon so. Das wirkt dann auf dem Moment dann vielleicht so. Das ist richtig so, oder? Es ist einfach ganz normal, so ein Ding, das vorne reinschiebt und wo projiziert nachher, oder? Richtig, im Prinzip ist es wie ein übergrosser Diaprojektor, wenn man es mal vereinfacht möchte ausdrucken. Das könnt ihr mal üben daheim. Wenn ihr genug Wein vom Haus wegschneidet und einen geilen Diaprojektor habt, wer weiß, oder? Kann man schon mal daheim ausprobieren, oder? Ja, da braucht man aber ein bisschen mehr Strom als nur eine 220 Volt Steckdose. Das ist dann das andere auch. Wer einen guten Beamer hat oder ein Ding, kann es mal probieren. Brauchen wir ja nicht, das machen ihr ja jetzt hier alles. Und das fällt wirklich am 4. ab 6, ja? Ja, sicher, ja. Das ist noch cool. Das ist voll professional Zeug. He? Merci, gell? Das ist jetzt eben die Frau aus dieser Arbeitsgruppe, die sich getraut hat, den Hofstädter anzuleiten. Nicht anzuleiten, das E-Mail habe ich geschrieben. Ah, du hast schon mal vorsichtig hergetascht. Wie lange ist es gegangen, bis die Antwort kam? 3 Tage, weil er gerade in der Antarktis war. Wie mehr jetzt? Kurze Antwort, bin gerade in der Antarktis, aber bin interessiert. Und nachher hat er sich wieder gemeldet, ist vorbeigekommen, ja, und schon geredet. Ja, haben wir einen Termin vereinbart und haben uns hier vor dem Schulhaus getroffen. Genau. Und das Schulhaus hat ihm gefallen? Ja, auf Anhieb, ja. Mhm. Ich habe ein bisschen erzählt, wie es ist als Lehrerin hier in diesem altehrwürdigen Gebäude. Und er hat schon gleich gesagt, das passt, das mache ich, bin dabei. Hast du ihn schon mal gesehen? Nein. Er erscheint schon im Anflug, jetzt sind wir gespannt. Ja, sehr, ja. Zwei Minuten vor dem Auftritt, nervös oder ist das einfach Alltag? Nein, die Nervosität ist nicht da. Es sind so viele Kinder, so viele glückliche Geschichten. Vorfreude, oder? Ja, und du bist so professionell vorbereitet und Mitarbeiter haben alles schon eingerichtet. Ein bisschen nervös ist man immer, dass das gut läuft. Was uns natürlich interessiert, wieso ausgerechnet kommst du auf Aufträge? Also, wenn du weltweit so schaffst und so viele Leute kennengelernt hast und Kulturen, dann... Ich fahre viel auf Bern, fahre einfach auf Dringen vorbei. Und als die Anfrage kam, ist, und die ist sehr sympathisch kam, habe ich gesagt, hey, Kind, ein Schulhaus, Zukunft. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Mal etwas zu machen, das noch nie stattgefunden hat. Eben das Fassadenmusical, das ich erfunden habe. Ich habe gesagt, komm, das machen wir. Und darum bin ich da und schaue dir mal die Bevölkerung an. Für so aber Aufträge hat er vorher nie gesagt, oder? Ich darf es nicht sagen, ich habe mal einen alten Alfa Romeo da gekauft. Super, von dem her habe ich es läuft er noch? Ja, super, super. Ich bin ein Fan von dem Auto und von dem habe ich es eigentlich gekannt und sonst nicht, oder? Was ist jetzt eigentlich heute nur ein Vorgeschmack denn eigentlich auf nächstes Jahr im Sommer, oder? Ja, es ist eigentlich den Leuten zeigen, dass sie sich etwas vorstellen können, was könnte abgehen. Es ist aber auch der Weihnachts-Apero erfunden worden, um die Kirche. Geschichte, die jetzt da hinten stattfindet. In der Kirche hat es ein Musikkonzert, um das ein bisschen zu verbinden, da die Fanszeit einzuläuten, aber auch um zu zeigen, hey, die Kinder machen etwas und die Lehrer. Nicht nur die. Auch du, oder? Jetzt sind wir gespannt. Ich bin nur ein Motivator. Ich bin extrem gespannt, muss ich sagen. Wirklich, ich freue mich richtig. Das ist für unsere Fernsehzuschauer eigentlich so der letzte schöne Weihnachtsgruß und nachher ist fertig für dieses Jahr. Ja. Kannst du vielleicht noch irgendetwas zu den Regiolife-Zuschauern sagen? Und so oft drücken? Liebe Zuschauer,
Ich wünsche euch ganz, ganz eine tolle Weihnachten und ich freue mich extrem, euch nächstes Jahr im Sommer hier zu sehen. Und irgendwie bin ich selber ein bisschen stolz, dass ich für euch hier da mit den Kindern das machen darf. Kommt schauen, unterstützt das und geniessen den heutigen Abend. Danke vielmals. Viel Glück.